Herzlich willkommen zu Corona TV am 14. Oktober. Es ist 20:11 Uhr abends. Herzlich willkommen. Eigentlich das Hauptthema ist das mal der Sprüngli. Und zwar, ich bin letzte Woche mit meiner Mutter das erste Mal im Hauptbahnhof in der unteren, also auf der mittleren Etage, beim Sprüngli gewesen, weil sie den Kaffee so gern hat. Und ich dachte, okay, probierst du ihn auch mal. Und muss wirklich sagen, also ich trinke Cappuccino. Auswärts trinke ich immer Cappuccino. Und dann muss wirklich sagen, obwohl er zwar teuer ist, für 5,20 Franken, auch zum Mitnehmen, muss ich wirklich sagen, Kaffee ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Dann aber ist noch jemand neben uns und der hat, vielleicht die, die es kennen im Hauptbahnhof, die haben sie auch draussen gestohlen, also außerhalb vom Sprüngli, also in der Halle, also in der Halle im Verkaufsebene. Auch dort muss man quasi ein Zertifikat haben, weil es ja eigentlich innerhalb vom Raum ist. Eben, das hat ja diesen Herrschaften, in Anführungszeichen, meine Fans wissen, wer ich meine, zu verdanken, wo ich ja gesagt habe, das hätte keinen Ein- und Ausgang. Und dann nachher bin ich die Woche, ich weiß nicht, es war Dienstag oder Mittwoch, gewesen, bin ich vom Arbeiten gekommen und dann habe ich gerade Lust gehabt, dachte, ja, jetzt gehe ich wieder in den Sprüngli rein. Und dann nachher habe ich gedacht, so etwas zum Beissen. Und dann habe ich gesehen, haben sie Nidelküchli und einfach drei verschiedene Küchli. Also das Nidelküchli, ich liebe Nidelküchli, wahnsinnig gern. Und dann nachher bin ich dran gekommen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Cappuccino zum Mitnehmen. Und so ein Nidelküchli. Und danach ist auch wieder jemand reingekommen, oder, wo einen Kaffee hat, aber draussen trinken. Da sagt sie, ja, sie brauche auch ein Zertifikat. Und dann habe ich gedacht, also ist ja eigentlich schon kompletter Schwachsinn. Also man redet immer von Absurdistan. Da können wir eigentlich als neue Rubrik hineinnehmen, Corona TV Absurdistan. Und zwar, klar, im Sprüngli rein, es hat ja nicht so viel Platz, wenn dort das Zertifikat, okay. Aber dass man es draussen auch muss haben, oder? Das ist ja eigentlich völlig Unsinn. Weil, etwa 20 Meter entfernt, hat es ja so Steinbänkli, wo im Verkaufsebene, oder? Und dort darf man es dann essen, oder? Also, beziehungsweise den Kaffee trinken ohne Zertifikat. Eben, so etwas Schwachsinniges, oder? Und danach bin ich dran gekommen. Und danach habe ich, wie es so lange gegangen ist, bis mein Kaffee endlich gekommen ist, habe ich angefangen, an dem Nidelküchli natürlich rumzuknabbern. Und dann schaut sie mich an und sagt, ich darf das nicht essen. Ich sage, wieso? Ich habe ja gezahlt. Ja, aber ich sehe da rein. Ich sage, ja, aber ich stehe. Ja, aber ich darf es auch nicht im Stehen essen. Er dachte, er sagt, aber das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Mal, ich darf es erst draussen essen, wenn ich Abstand gehalten habe vom Sprüngli. Leute, ich denke, ich empfehle lieber. Also wirklich so ein kompletter Unsinn. Ich meine, gut, ich sage mal so, die Verkäuferinnen können ja nichts dafür, aber dann sollen sie einfach ruhig sein. Oder? Und nichts sagen. Oder? Wenn sie das Zertifikat wollen, oder müssen ja, oder? Aber dass ich jetzt da mein Niedelküchlein angefangen habe, rumknabbern, eben, so ein Schwachsinn, oder? So etwas Blödes. Und dann noch etwas anderes, wegen dieser Zertifikatspflichtausweitung, wo die Geimpften so gejubelt haben, wo sind sie, wo die Zahlen gehen, gehen zu Nacht essen. Ich meine, das Lieblingsrestaurant, wo ich gegangen bin, ist schon die ganze Woche Zahlung kein Knochen drin. Und vorher, natürlich uns Ungeimpften, oder? Wir gehen jederzeit gehen wir in unser Lieblingsrestaurant, oder? Und da sind wir am Abend gerne hineingegangen, auch andere, oder? Und wer ist jetzt? Niemand. Jetzt müssen sie uns vorzeitig zumachen, oder? Jetzt sieht man, was für Schwachköpfe, dass wir die zu Bern oben haben. Schwachmaten, Verbrecher, unglaublich. Und eben das mit dem Sprüngli, da wirklich müssen sagen, also Absurdistan Platz 1 von der Hip-Paraden, oder? Ja, und ich meine, da die Zertifikatspflicht aus, wie es hat es bis jetzt gebracht? Nichts. Genau das gleiche wie mit der ganzen Maskenpflicht, wo wir über ein Jahr jetzt gefoltert werden. Hat das bis jetzt etwas gebracht? Nein, es hat nichts gebracht. Und eben, sie ignorieren es ja jetzt immer noch.
oder? Dass man sich im ÖV nicht anstecken kann. Es interessiert es einfach nicht. Weil sie wollen das wissen, nicht zugeben, dass sie die grössten Versager in der Geschichte der Schweizer Geschichte sind, oder? Ja. Aber immer. Eben, es ist wirklich, was soll ich sagen? Ja, völlig daneben. Völlige Schwachmat. Aber das Problem ist, die Leute glauben es immer noch. So viel wahnsinnig, wie das glauben, oder? Was sie da oben verzapfen. Ich weiss, ich habe es sicher schon 100 Mal gesagt. Ich kenne mich ja. Aber ja, es ist wirklich tatsächlich schlimm. Oder? Nein. So, Leute, ich wünsche euch ganz eine gute Nacht. Schlafen gut. Und ja, spätestens am Sonntag, nach dem Sonntag, wenn wir uns wieder hören. Und ja, dann wünsche ich euch eine ganz gute Nacht. Schlafen gut und bis spätestens am Sonntag.